So Leute, ich hab's nach langen Versuchen auch dieses Minigame abgeschlossen. Ich hab mir nur nicht meine Hand gebrochen, mein Stuhl demoliert, mein Schreibtisch demoliert. Das ist natürlich nicht passiert bei diesem Spiel. Und ich will auch nicht berichten, dass wir schon seit 50 Minuten aufnehmen. Und der Part geht wahrscheinlich gerade mit 3 Minuten. Will ich irgendwas sagen, Leute? Nein. Will ich nicht. Ich will nichts sagen. Ich bin fertig mit meiner Welt. Ich bin Pew tot, so gesehen. Ich habe jetzt noch eine ganze Eiswelt vor mir. Ich habe noch ein paar Themen, mit denen ich reden will. Schneemann und sowas generell und... Oh mein Gott. Ich bin fertig, Leute. Und generell, willkommen zurück zu Kirby Adventure. Kirby Return to Dreamland. Leute, wenn ich falsch rede, wenn ich irgendwelche Scheiße lebe, heute lebe, ja, das auch, rede, es nimmt es mir bitte nicht übel, bitte. Es ist einfach alles, ja, wie soll ich sagen, ich war kurz davor, dieses Game in den Müll zu schmeißen. Und das ist leider keine Lüge, Leute. War wirklich kurz davor. Aber ich würde es niemals machen, weil ich weiß, ich will das Game dennoch 100% durchspielen. Aber dieses Verlangen hatte ich so sehr gerade, muss ich halt ehrlich sagen. Gib mir die Mech-Fähigkeit. Ja, ich glaube, ich kann hier auch schon gar nichts mehr. Erstes Zauberzahnrad in Stage. Oh, ich hab so Schiss, dass ich jetzt sterbe. Egal. Auf jeden Fall. Schnee. Ich glaube, sie. Der ein oder. Sehen auf jeden Fall viele Leute gar nicht mehr so viel. Auch ich finde es schade, dass es nicht mehr so viel schneit. Und ich bin gerade so immer Schneemänner bauen im Winter, war immer so eine, es war einfach was. Mit Schlitten gefahren bin ich zwar noch nie, weil wir hatten nie Schlitten, aber hätte ich schon richtig Bock gehabt. Vielleicht hatte ich schon mal Schlitten gefahren, aber ich weiß es, wenn, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich könnte mir schon mal vorstellen, ich hatte glaube ich auch mal Urlaub gemacht irgendwie im Winter so, also wo es geschneit hat.
Aber so Schneeballschlacht war immer das Highlight. Was natürlich in der Schule strengstens verboten ist. Ist auch wieder so wunderbar und logisch. Eigentlich gar nicht, Leute. Warum sollte man sich nicht abwerfen dürfen, wenn man es eh spätestens bei sich zu Hause macht? Also mal so ganz ehrlich gesagt. Naja. So, erstmal machen wir wieder Donkey Kong Spielchen. Das finde ich okay. Okay, diese Magoland-Tickets brauche ich halt echt nicht mehr. Danke. Ich muss nach da unten lang für die letzte, glaube ich. Dann hätten wir auch schon Stage 1 gleich abgeschlossen. Ja, es ist so komisch anzufühlen, wenn ich weiß, das Video geht gerade erst gleich 16 Minuten. Aber in Wahrheit läuft das Video daneben an schon eine Stunde. Ich habe auch gerade eben noch nachgeschaut, ob ich wirklich Datenspeicherplatz habe. Weil das ist, glaube ich, auch schon mal so eine wichtige Sache, die man nachschauen sollte, wenn sowas passiert. Und ja. Weißt du was? Stirbt man hier alle ohne Eis. Lecker, lecker. So, 4-1 komplett. Ich glaube, es hat auch hier wieder mehr Level, fällt mir auf. Da hat es mehr Level? Doch, müsste wieder sein. Ich glaube, es gibt jetzt immer 5 Level und der Boss. Doch, doch, doch. Na, mal sehen. Auf jeden Fall, wir kämpfen gegen Schwertolos. Okay. Let's go. Das war knapp. War gut, dass dieser Feuerdamage richtig gut Schaden macht. Ah, stimmt, ich wollte gerade fragen, hä? Wir haben doch alle Zauberzahnräder. Okay, ein bisschen unnötiger Miniboss. Aber egal. Stage 4-1 abgeschlossen. Wir haben immer noch die Maske drauf. Und ich sollte mal wirklich mal die Power-Ups benutzen, fällt mir auch immer noch. Denn ich farme ja in Magoland so viele Stempel. Ja. Soll ich mal endlich ausgeben? Gerade die Maxi-Tomate ist sehr sinnvoll im Extra-Modus. Generell ist alles im Extra-Modus viel sinnvoller. Okay, wir ändern mal ganz kurz meine Marke, Leute. Wen nehmen wir dann? Ach komm, dann nehmen wir heute die ganze Zeit Dicklip. Ist mir egal. So, Dicklip in der Eiswelt hat zwar nichts verloren, aber Glutlip eigentlich, ja. Aber Glutlip haben wir nicht. Oh, Eisfähigkeit. Will ich Eisfähigkeit? Ich würde ganz ehrlich sagen, noch nicht. Oh, hier sind die Schneemänner. Oh, es war immer so schön, einen Schneemann zu bauen. Und da ist jetzt echt so ein Schneeball rausgekommen, ernsthaft. Ui, den Ninja. Komm, Kirby, lauf, 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 lauf. Tschum. Okay, lauf. Oh, scheiße. Ich glaube, ich sollte die Maxi-Tomate hier verwenden. Na geil, jetzt ist da natürlich Kuchen gespawnt. Ne, da oben war, glaube ich, nur so ein Ei-One-Up. Das brauche ich aber nicht, auch wenn es ein bisschen schwerer wird. Und zwar ist ja meine Idee mit den Missionen, will ich nochmal ganz kurz ansprechen, dass ich so jetzt bei jedem Part 3 Missionen reintue. Weil 3 würden dann genau raufpassen. Genau perfekt passen ungefähr. Mit den ganzen Welten und so. Ja, okay, kann ich jetzt warten hier. Na Leute, wie geht's so? Also ich muss hier warten auf die Lunte, die mal wieder zurückkommt. Nein, ich will einfach. Kommt die zurück?
Ich habe das Gefühl, dass die auch ein bisschen schneller abwackelt als im Hauptgame. Kann das sein? Aber egal, auf jeden Fall. Die Missionen haben mich auch... Oh, die haben mich heute wieder fertig gemacht. Die ersten zwei Missionen gingen so in 5 Minuten rum. Also beide wirklich, beides für 5 Minuten. Da dachte ich mir auch nur so, okay, das ist ja eigentlich recht chillig. 20 Punkte erreichen im Buscherz. Dachte ich, es ist einfach. Nie wieder. Nie wieder. Ich finde zwar die Idee gut mit den Extra-Missionen, aber müssen sie noch so einen rauflegen? Also jetzt mal ganz ehrlich, müssten wir mal das Doppelte rauflegen? Karateko werde ich auch sicherlich mit ausrasten. Samurai Kirby zweimal werde ich auch noch komplett. Naja. Und damit heute nicht noch mehr Fails passieren, und ich bin glaube ich heute noch kein einziges Mal gestorben, also jetzt hier in Leveln, ist es meine Challenge für diese Folge. Obwohl ich mir das gerade bei Stachelschuh lieber nicht vornehmen sollte. Bei Stachelschuh ist einmal, ich fliege runter und nehme ich bin tot. Dann sage ich bye bye zur Welt. Mal glaube ich, ja okay. Obwohl, nee, das war einfach. Das Level wäre auch einfach. Es gibt glaube ich irgendein Level in der Eiswelt. Gab es überhaupt ein Level in der Eiswelt, wo ich sage... Ist das schwer? Und das war jetzt eigentlich relativ easy. Hm. Okay, hier gehe ich mal ganz schnell durch. Ah, ich kann den nicht töten. So. Ich kriege auch wieder eine Ultra-Fähigkeit. Immer in etwas. Also sind wir ein bisschen schneller unterwegs, obwohl ich ein bisschen Angst habe aufgrund... Oh, Steinfähigkeit. Yay, dann rutschen wir mal ein bisschen runter. Heute will ich ein bisschen Spaß gönnen hier. Spaß ist aber nicht in den Kanonen reinfliegen, Kirby. Spaß ist mit Steinen hier runterrutschen. Und die schöne Musik lauschen. Und die Spinnen töten. Hier abspringen, aber auch nicht wieder in den Kanonen landen. So. Und hier nicht in den Abgrund. Oh mein Gott, Kirby, was machst du denn heute wieder für Unfug? Boah. Du willst mich jetzt ganz kurz sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich einen Boss mit nicht mal, gerade mal Fingernagel besiegen soll. Okay. Ja, also ich gebe mal ganz ehrlich gut, Bonkos. Also, wenn ich das hier schaffe, dann bist du echt eine Lachnummer geworden. Mal ein Treffer reicht und ich bin tot halt. Ich hab's geschafft! Leute, hier ist Skillboy am Start. Kappa. Ja, aber ein Treffer und ich bin tot. Also was sage ich jetzt dazu? Ist das gut oder ist das eher scheiße? Hätte ich nicht mehr sterben sollen? Weil hier gibt's ja nicht mal Heil-Items mehr bei diesen... Oh nein. Jetzt sag nicht, es gibt wirklich keine Heil-Items mehr hier. Nee, ich habe keinen Bock mehr, weil ich will jetzt auf keinen Fall sterben eigentlich. Und so ein Eis oder generell irgendwas zum Heilen wäre wirklich sehr schön. Ja, mega, wirklich. Aber gibt's anscheinend nicht, okay. Keine Ahnung warum, Kirby, also anscheinend mag das Spiel nicht mehr. Hier ist das Portal. Ey, das kann doch nicht sein, hier gibt es 10 Millionen Sterne, aber nicht mal irgendein Power-Up. Power-Up. Heilungssache.
komm. Töte ihn. Es gibt ja halt wirklich gar nichts. Soll ich gleich gegen den Fährenspuk mit dem Fingernagel kämpfen und also am Leben? Oh Mann, nein. Und ich habe generell schon Angst vor den Boss in dieser Welt. Also ganz ehrlich, ich habe schon so ein bisschen Angst. Weil der ist echt nicht ohne. Es gibt wirklich Botze, die dann wirklich richtig, richtig scheiße schwer sind. Und ich glaube, das ist sogar einer von denen. Dicklick hatte mir auch Probleme bereitet, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, dass ich halt keine Highlights bekomme, ist halt schon ein bisschen mies. Auch wenn wir den Extra-Modus spielen, aber gar keine ist schon hart. Also mal ganz ehrlich gesagt. Nö, es gibt halt vor Wheel kein High-Item. Obwohl doch beim Boss. Ja, okay, was denn? Nein, auch nix. Na gut, dann kann ich eigentlich den Boss vergessen. Also, wir hätten schon gerne mal so ein Eis oder dahin packen können. Von mir aus eine Kirsche. Aber nix ist aber auch schon echt unfair. Also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, nix ist ja richtig scheiße. Ich will jetzt einen extra Modus, habe ich ja oft gesagt, aber das berechtfertigt jetzt nicht, dass wir auch keine Highlights bekommen. Gerade bei dem Boss doch eigentlich nicht. Wir sollten mal schon Minimum etwas an Highlights bekommen. Mal ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal. Die Sachen, die mir hier vorbereitet wurden. Komm, ich brauche noch einen Schutz irgendwie. Oh mein Gott, was ist denn hier wieder so schwer dran? Na, hier kriege ich mein Heil-Item. Ja, schön. Egal. Weiter geht's. Dann sind wir auch schon durch mit 4-2. Von 4-5. Also bis 4-5. Naja. Ich hoffe, das jetzt auch sofort beendet. Obwohl, warte mal. Können doch. Es müssen ja 5 Level sein. Ältere 5 Level sein. Weil. Ja, nee. Da müssten ja alle 5 sein. Ja, nee. Okay, mein Plan ist es, wieder eine Maxi-Tomate mitzunehmen. Mache ich jetzt generell in jedem Level einfach. Dann ist es halt ein bisschen hin und her. Die Fahrt, wenn er eh so eine Stunde lang geht, das ist halt nichts Neues bei mir jetzt gerade bei den Extra-Modus, weil das irgendwie auch so splitten ist auch, ist blöd, finde ich schon. Ich finde, Barmy kriegt einen Extra-Part, kommt dafür auch nicht jeden Tag. Und ja. Ah, Samurai Kirby muss ich auch noch zweimal gewinnen. Ja, ist natürlich auch, was ich haben will. So.
Stage 4-3. Um was handelt sich das nochmal? Nach ein Eislevel wahrscheinlich. Nochmal, ich hoffe natürlich mit einem Eislevel, was mir mehr Freude bereitet als das vorherige und ein bisschen mehr und schneller durchbringt. Heißt das ein ich glaube, ich kann mich an ein Zahnrad sehr erinnern. Das ist das mit dem Bumerang. Es ist auch für mich eine kleine Weile her, dass ich Kirby gespielt habe, muss ich auch sagen. Ich glaube, es ist auch schon so wieder einen Monat her. Was, seit dem letzten Kirby-Video habe ich gar nicht mehr gemacht, deswegen. Ja, was sage ich dazu? Kirby war nicht so auf meiner Liste gerade. Aufgrund der Magoland-Mission. Die hatten mich einfach fertig gemacht. Na, ich hatte einfach keinen Bock mehr, dann gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall den Speer. Alter, perfekt. Na, ich glaube, es geht schon schneller voran, auf jeden Fall. Wer isst eigentlich auch gerne Eis im Sommer? Also ich, oder im Winter, im Sommer ist klar. War so im Winter, so Eis, so Cola, Capri, auch Eisdielen-Eis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so jemand. Es gibt ja welche, die können das nicht, das kann ich nicht verstehen. Ganz ehrlich, Eis im Winter ist doch auch schon so einfach. Es gehört zwar nicht so hin, aber es muss doch. Muss doch. Oh. Naja. Naja. Eiskanzmann kann man sich auch nicht mal so billig leisten wie damals. Wo eine Kugel damals noch 1,70 € gekostet haben, kosten die heute schon das Doppelte. Das ist nur das Dreifache vielleicht. Das ist hart. Ich glaube, ich hatte mal, keine Ahnung, ich wollte mal so für 5 € meine 4 üblichen Kugeln Eis holen. Ich esse mal 4. Ich könnte auch sofort 8 nehmen eigentlich, aber wir lassen es mal auf 4. Ja. Ein 5er hat nicht gereicht. Also muss ich mir aber erstmal vorstellen. Ich saß da, sah die Preise und denke mir, was? Es reicht nicht? Also damals konnte ich einfach 5 Kugeln damit kaufen. Heutzutage nicht mal mehr 4. Das ist schon krass. Das kann ich mir einfach nicht mal vorstellen. So, am besten machen wir es auch von hier aus, weil dann kannst du nicht sterben, wenn du da runterstehst. Das ist mir, glaube ich, im allerersten Let's Play von Kirby ja passiert. So, und das hier ist eigentlich relativ auch easy. Bisher hatten wir nur einen Tod und das auch ein bisschen unfair, weil da gab es kein Leben. Also vielleicht hätte ich mit ein paar mehr Leben ein bisschen auch defensiver gespielt, aber wenn ich weiß, ich bin eh nach einem Treffer tot, bringt es auch nicht mehr, mich in den Boss zu stellen. Oh ne, jetzt kommen diese Aale wieder. Oh nein. So, wo ist meine letzte... Ich wollte gerade Starcoin sagen, weil ich ja New Super Mario Bros. U beendet habe. Nachdem ich das hier gerade auch genommen habe. Aufnehme, also. Nein. Oh. Danke, dass ich diesen Fehler nicht schon wieder mache. Ich dachte, du stirbst, du scheiß Schwertkämpfer. Als ob. Das nennt man Karma. Ja, weil das die Bombe auch nicht schneller... Oh mein Gott, ey, das Glück ist heute nicht auf meiner Seite wieder.
Jetzt muss ich wirklich noch eine Bombe hin tun, weil die nicht richtig getroffen hat. Gott. Sowas kann ich absolut nicht gut umgehen. Mein Krepier halt. Schwertkämpfer. Was für eine Bombe, die ich nochmal bekomme. Ah, komm, jetzt habe ich die schon verkackt, glaube ich. Weil die Bombe ist für den Miniboss. Okay, das war... Okay, das ist ja eigentlich richtig easy gewesen. Sagt er und verkackt das noch. Egal, da ist sogar ein... Oh mein Gott, das Spiel ist mal nett zu mir und gibt mir ein Eis in der Eiswelt. Danke. Ah, Sandfähigkeit würde ich schon gerne nehmen. Das war echt knapp. Kirby, also da war... Da könnte ich nicht mehr... Ist gerade die Kamera... Ja! Nehme ich Kirby auf. Verkackt wieder die ganze Technik bei mir. Perfekt. Das ist natürlich nicht so geil. Ich reduziere mal das, was ich alles offen habe. Aber ich glaube, daran sollte es nicht mal liegen. Ich habe einen hoch, also schon einen guten PC. Da sollte das eigentlich easy locker schaffen, auch wenn mal 1, 2, 3 mehr Tabs offen sind. Mein PC denkt sich auch nur so, ey, Baby hat sich vernichtet. Ich will dir einfach nur eine Pause gönnen. Okay, Stage 4, 4. Oh, Wind. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Skillboy, Alter. Ich bin Skillboy geworden. Und dann lässt sich mich so lächerlich treffen. Wieso war es typisch für mich? Wieso? Das wäre so typisch für mich. Okay, hier schon Nummer, Zahnrad Nummer 1. Ich will die ganze Zeit Starcoins sagen. Das triggert mich so selber. Ja, komm, Kirby. Ja, also... mein Skill kehrt, glaube ich, langsam wieder zurück. Also einerseits finde ich das natürlich gut, dass mein Skill langsam wieder zurückkehrt. Einerseits ist es, glaube ich, auch nötig, dass mein Skill wieder langsam zurückkommt. Na, sollte ich meine Maxi-Tomate zünden? Viele würden jetzt das bestimmt sagen, ja, aber ich bin auch so jemand. Obwohl, ich glaube, jetzt kommt so ein Waddle, die kann das sein. Oder so ein Waddle-Affe. Ja. Okay, dann nehme ich die doch jetzt. Also ich hatte, glaube ich, hier noch nie Probleme, dass er mir irgendwie mal entwischt ist. Weil es auch echt nicht nötig ist. Gerade hatte ich sogar ein bisschen Schiss irgendwie, aber ja. Es müsste, glaube ich, sogar Ultrafähigkeit wiederkommen. Dann sind wir eigentlich, glaube ich, auch relativ gut und zügig kommen wir voran. Aber meine Kamera, oder? Keine Ahnung, leckt vielleicht ein bisschen. Und zwar kriegen wir den Ultraschneeball. Natürlich passend zur Welt, zur Eiswelt. Und Dick. Es passt sogar perfekt zu Dicklip. Wir machen so ein. Ja, natürlich, das ist Dicklip einfach. Dickball. Na gut, warum erwarte ich hier überhaupt, wie heißt das? Heil-Item, sind wir ganz ehrlich.
Wird es eh nicht geben. Ach, aber hier gibt es wieder Ach. Spiel, ich glaube, ich verstehe manchmal selber nicht, was hier. Volt. Oh! Kirby, ich will schon einen Schneemann haben. So, ab ins Dimensionsportal. Ich habe das Level, was ich erwarte, ist die ganze Zeit das letzte Level. Ich warte auf diese Dunkelheit-Passage im Eis. Ich glaube, das ist wirklich dann 5-5. Muss ja sein. 5-5, 4-5. So, aber erstmal müssen wir wieder den Schleim entkommen. Ich nenne das Schleim, weil es schon so aussieht. So eine Masse, die einen tötet. Fun Fact, ich hatte mal irgendwie so damals als Kili, also wirklich so einen Traum mit so einem Schleim, der mich tötet. Also wirklich. Und da war ich noch im Kindergarten. Ich plötzlich natürlich schön am Moped fahren, also am Roller fahren, so 50 km/h oder so. Warum nicht? Warum nicht als Sechsjähriger? Oder keine Ahnung, war das vorschulisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir auch nur so, ja. Ich kann mich bis heute erinnern an diesen Traum. Und wenn ich hab den sogar noch manchmal. Das ist ja das Komische. Aber wirklich noch, wo ich richtig klein war, nicht jetzt so, ich bin jetzt 17, dann bin ich ja auch 17. Nee. Wirklich, ich bin da noch ein ganz Kiddy. Geht in den Kindergarten. Und ja, ich war ganz cringe, ich war Ace, aber was soll man machen? Träumt man das schon schön. Und ich nehme die Bombenfähigkeit, weil Bomben sind einfach OP gegen die Ferienspuckung. Gerade wenn ich nicht so viel Leben habe, zerstöre ich die halt gerne. Ah, guck mal, das ist hier gar nichts mehr hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bomben ist schon so kleiner OP-Sache gegen Ferienspuker. Und ich bin mal erstes Mal full life ohne irgendeine Maxi-Tomate zu nehmen. Not bad, Leute, also so muss das Skill sein. So. Ging jetzt eigentlich recht zügig auch die ganze Welt. Ich glaube, wir nehmen jetzt so gerade 30 Minuten auf. Ich kann halt nichts sagen. Ich kann ja nur sehen, wir haben bei 50 Minuten gestartet. Sind wir so bei 30, also so, glaube ich, 33 Minuten geht gerade der Part. Könnte knapp zur Stunde werden, aber ist typisch für das Let's Play. Oder für dieses Extra-Modus. So, und jetzt will ich mein Dunkelheitslevel haben. Komm. Ja, okay, das Game interessiert mich absolut nicht und ich interessiere mich auch komplett für den Schmutz für dieses Minispiel. Auch ich glaube da, obwohl nee, da habe ich ja auch schon, oh Gott, das war ja das Level. So ein Labyrinth mit Dunkelheit war das beides, oder? Okay. Es gibt, glaube ich, keine Ultra-Fähigkeit, deswegen müssen wir wahrscheinlich jetzt alle finden und meine Stimme. Ich merke, wie die heiser wird. Die wird heiser, weil ich so rumgebrüllt habe, als ich die 20 Punkte erreicht hatte, wie gesagt. Oh nein, nicht das Level. Nein. Ganz andere Erinnerungen. Du kannst Gegnern Bomben aufsetzen als Hut? Was war das denn? Das ist jetzt aber auch noch nicht. Ich bin behämmert. Ich muss in die nächste Lücke rein und nicht in die erste. Ich weiß nicht, warum ich das dachte. Da habe ich mich diesmal geirrt.
Ja, dann. Hey, ich nehme mal den Speer. So. War es echt nicht da oder war es halt wirklich da? Ne, es ist sogar noch weiter weg. Da ist das hier unten. So. Ich hoffe, es reicht auch. Sonst hätte ich... Na, ich hoffe wirklich, dass es reicht. Aber meine Kanone ist schon etwas abgenutzt, leider. Okay, wir haben es aber. Zauberzahnrad Nummer 1. Von 4. Achso, stimmt, 4. Wie komme ich denn auf 5? Ja gut, dann geht es ja noch schneller. Irgendwie bin ich auf 5 heute gewesen. Oh Mann. Entschuldigt, Leute, ich bin fix so fertig. Ich will ja auch die Magoland-Mission nicht am Ende des Parts machen, dann bin ich ja genauso fertig. Die Magoland-Mission. Die machen mich echt fertig. Ich tue es dennoch an, weil es ist Kirby, ich will gerne alles auf 100% haben, das ist ja klar. Und sobald du hier eigentlich die Feuerfähigkeit hast, ist relativ einfach. Aber ich habe wirklich Angst vor dem Boss der Welt. War zweites Zauberzahnrad, oder? Doch. Ist das jetzt die Dunkelpassage oder nicht? Mann, ich warte immer noch auf die Dunkelpassage. Oh, Katzen, geht weg. Ich will keine aggressiven Katzen, die mich beißen. Und explodieren. Ich muss mir gerade mal. Ich stelle mir gerade ganz innerlich vor, was ist, wenn ich so eine Katze wirklich hetze in meinem Leben? So, ich mach Tür auf oder will Tür aufschließen. Plötzlich kommt so eine Katze angerast, die gleich explodiert, weil ich einen Schlüssel habe. Und da ist meine Dunkelheit-Passage. Ja, endlich! Und der Beam ist wohl stärker, als ich dachte. Also ich könnte mir auch mal vorstellen, im Stream so No-Death zu machen. Also Hardcore-Modus und ohne zu sterben. Und wenn, muss ich halt jedes Mal neu starten. Ey, das wäre doch witziger als Stream-Projekt, Leute. Wie lange will ich dafür brauchen? 10 Jahre? Okay, ich bin da. Okay, ganz normaler Fehler, den ich sehr oft mache, ist die Kerze hier umzubringen. Die Kerze, ja, ich meine den Schneemann, oh mein Gott, ich krieg ja auch nichts mehr hin. Weil, wenn du rausgehst, ist es halt zu und du darfst halt nicht mehr zurück. Das Einzige, was du da machen könntest, wäre halt vielleicht mit König Dede. König Dede, wieso habe ich das nie gemacht? Ich vertraue den Sternen, weil die Sterne sind meine Freunde. Und die führen mich sicher ins Ziel. Nicht so wie Kirby. Okay, das hier war ja auch mega einfach. Das weiß ja. Oh, wir kriegen die Feuerwerk-Fähigkeit. Ja, muss ich die haben? Nee, eigentlich nicht. Und es, also die Eiswelt war deutlich einfacher als die Wasserwelt. Ich bin weniger gestorben, ich bin generell sehr viel. So, dann geht's weiter.
gegen den Boss der vierten Welt und den Eiswürfeln, den endlosen Eiswürfeln. Oder die endlose Eiswaffeln? Doch, endlose Eiswaffeln war der Weltenname. So, hier runter. Denn als erstes nehme ich mir natürlich wieder eine Maxi-Tomate mit. Nein, die Kostümmarke muss ich nicht weiter. Kann, dass ich das nicht alles beide gleichzeitig machen kann, das nervt so hart. So. Boss der Welt. Hier. Endlose Eiswaffeln. Anime-Boss, ich warte auf dich. Okay, perfekt. Ich glaube, ich nehme wieder Sand. Ich finde es auch lächerlich, wie Sand einfach da nach oben gepackt wird, als das mag. Ganz kurz richtig zu machen und da vier nebeneinander zu machen. Die sind echt faul gewesen. Na, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Aber mit der Sandfähigkeit habe ich dich gleich schon zur Hälfte runter, also. Mal so gesagt, gut, ja. So, hier mache ich die Wirbelstürme die ganze Zeit. Das ist eigentlich einfach. Und Hälfte ist schon weg, während ich noch full live bin. Wow. Ich glaube, ich überschätze ihn meistens, glaube ich, immer sehr viel. Das war doch irgendwie mal sowas. Okay, aber dafür zieht auch eine Attacke die Hälfte des Lebens ab. So, Kirby. Oh, schlag die Faust drauf. Schlag die Sandfaust. Und ich habe sogar gewonnen, ohne die Maxi-Tomate zu benutzen. Ich bin schockiert. Und wir bekommen den... Ja, man kann sagen, Gürtel vom Schiff. Ich würde sagen, Magelor, wenn du den haben willst, gib mir mit Geld. 50.000. Nee. So viel, dass ich für mein Leben lang nicht mehr ausarbeiten muss. Und dann muss ich wieder frei wegholen. Ja, schade. Verräter. Und das Sternenkreuzer-Schiff digitiert zum Sternenkreuzer-Schiff mit Gürtel. Yay, das ist super. Fehlt uns eigentlich nur noch das Segel und dann können wir uns schön ins Wasser setzen und eine Runde angeln gehen, Mario. Ja, wie geht's? Machen wir? Ja, perfekt. Du hast es geschafft, Kirby. Ja, natürlich, aber noch ein Teil, sonst kriegst du oder so keine Gehaltserhöhung und du kriegst das eh. Naja, Magelor, ich weiß. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Im nächsten Part machen wir weiter mit Magoland Missionen. Ich habe Angst, Digga. Und mit der letzten Welt auf Planet Pop. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo nicht vergessen. Für den nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao.